Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer weiteren Runde No Man's Sky. Bitte vergesst nicht, dass ich hier ein Gameplay, ein Let's Play mache. Das ist jetzt kein Tutorial oder kein Erklärvideo. Es ist einfach ein Video, wo ihr mir bei der Erkundung von No Man's Sky zuschauen könnt und mir auch ebenso Tipps und Ratschläge dalassen könnt. Dafür bin ich euch natürlich dankbar und ich danke euch natürlich auch für die Ratschläge, für die Tipps, die ihr mir bereits dagelassen habt. Ich werde die auch bei Gelegenheit umsetzen, aber verzeiht mir, wenn es nicht direkt wird, wenn es da wirklich mal einige Tage dauert. Denn ihr wisst ja selber, man geht los looten und man wird wieder abgelenkt, weil man halt so viel entdeckt, so viel sieht, dass man wirklich hier wahnsinnig viel zu tun hat, zu erledigen hat und Zeit verbringen kann. Und das Wichtige, was man eigentlich machen wollte, wird nicht. Aber so muss es sein, so macht ein Spiel Spaß. Und heute soll es eine Baufolge werden. Bedeutet, ich bin jetzt bei meiner Basis. So kann man sie eigentlich nennen. Ich werde die nachher auch komplett wieder abbauen. Und habe da jetzt schon mal angefangen, das Gelände hier zu planieren. So, dass keine Pflanzen, keine Lebewesen, keine Steine, Flora, Fauna hier durch die Fundamente durchschauen. Ich habe jetzt Fundamente gesetzt. Und heute soll es losgehen. Ich war jetzt nochmal oben auf dem Planeten. Hab da ordentlich Legierungsstrukturen freigeschalten. Mit Legierungsstrukturen möchte ich gerne bauen. Die gefallen mir momentan am besten. Und da werden wir diese nutzen. Zudem hatten wir auch die fertigen Räume freigeschalten. Auch die werde ich in Kombination nutzen. Wie die Technologiegebäude, zum Beispiel jetzt hier die tragbare Raffinerie, oder es müsste auch irgendwo noch die mittelgroße Raffinerie zu finden sein, die hatte ich auch freigeschalten. Die werde ich dann hier im freien Bereich setzen. Sollte eigentlich nichts passieren, man ist es eigentlich von anderen Survival-Spielen gewohne, dass man seine Basis, vier Wände, ein Dach draufsetzt und alle Werkbänke reinbaut. Muss hier nicht so sein, wir sind auf dem Planeten, der ist recht friedlich und bisher scheint es auch so, dass hier nichts kaputt geht. Fangen wir erstmal hier an. Da wollte ich euch jetzt gerne mitnehmen, dass ihr auch mal seht, wie ich hier die Probleme löse, die auf mich zukommen. Denn wir hatten das Phänomen, ich zeige euch das kurz. Dass ich jetzt hier auf diesem Hügel zum Anfang den Basiscomputer gestellt habe. Man kann jetzt natürlich den Hügel entfernen. Nimmt man zum Beispiel einfach den Terrain-Manipulator, stellt ihn auf, sagen wir mal, nicht wiederherstellen, auf abbauen, baut den Hügel ab. So. Gesagt, getan. Baut den Hügel ab und schon schwebt der Basiscomputer. Sieht natürlich blöd aus, sieht nicht schön aus. Man kann jetzt auch nicht wegnehmen. Es kommt ja die Meldung, dass dann die Basis gelöscht wird. Also musste ich mir was einfallen lassen. Da hatte ich einfach den Hügel sozusagen wieder erschaffen. Dass wir die Höhe erstmal haben. Und nachdem ich den erschaffen hatte, konnte ich dann die Fundamente genauso unterhalb des Basiscomputers bei den Füßen setzen. So, deswegen jetzt hier diese schwebenden Platten und die sind halt dann so angebracht, dass das ungefähr mit den Füßen stimmt. Okay. Ja, nun hatte ich jetzt hier ein fliegendes Podest und das müssen wir jetzt natürlich jetzt hier irgendwie einarbeiten. Jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten gefunden. Zum einen könnten wir einfach jetzt die Wände setzen, zum Beispiel hier unten dran platzieren, kurzerhand noch ein Fundament davor. So, und schon hätten wir hier ein schönes Podest. Ich denke mal, so werden wir das jetzt auch machen. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, eine Treppe zu setzen. Würde ich vielleicht sogar hier in der Mitte setzen. Also erstmal hier auf jeden Fall Fundamente rein.
Fundamente gesetzt. Das nehmen wir jetzt nochmal weg. So, ach ja, die Treppe. Jetzt muss ich mal sehen. Ja, passt sogar. Super. Ja, zumindest hat es gerade gesnippt. So, Treppe gebaut. Oder? Sieht vielleicht gar nicht so dumm aus. Machen wir hier so eine große, breite Treppe. Seht ihr? Und schon ist das Ganze wieder um den Haufen geworfen, was man hier sich vorgenommen hat. Problem ist natürlich jetzt, wie bekomme ich denn jetzt die Kante hier zu? Da bräuchte man eine dreieckige Treppe. Also Problemlösung heißt wieder, wir werden einfach die Außentreppen, wie geplant, nicht bauen. So, Legierungswand, das sollte einfach die einfache genügen. Ah, hier zwischendurch muss auch noch eine rein. Da konnte man jetzt durchschauen. Das sollte so nicht sein. Von hinten, gut, da guckt man jetzt gerade nicht hin. Und schon haben wir das Problem mit dem Basiscomputer, denke ich mal, wunderbar gelöst. Ja, nun habe ich schon überlegt, wie bauen wir das hier? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier draus entstehen soll. Wir werden erstmal losbauen. Ich möchte natürlich auch einige Module in die vorgefertigten Räume setzen. Zur Auswahl habe ich jetzt den quadratischen, den zylindrischen oder Biokuppel. Oder wir können auch mit Fundament und Zylinderrahmen arbeiten. Ich denke mal, wir werden erstmal mit den viereckigen quadratischen Raum beginnen, dass wir hier hinten einen hinsetzen und sagen als Abschluss. Ich guck noch gerade, weil er nicht snappt, das gefällt mir natürlich nicht. Ich habe das halt gern, wenn alles akkurat in Reihe und Glied ist. So, ein Rastpunkt ist eigentlich aktiviert. Na, seht ihr, stehen wir schon wieder vor dem nächsten Problem. Das sind eigentlich Bodenplatten. Vielleicht gibt es noch Platten, die dann snappen. Gut, müssen wir das Beste draus machen. So, schauen wir uns mal den Raum an. Stromanschluss hat er. Türen hat er. Eine. Oder braucht man da Stromanschluss? Kann natürlich sein. Das muss ich eben testen. Ziehen wir mal schnell ein Stromkabel. Werden wir nachher wieder wegnehmen. Ich will es nur einfach mal testen. Nee. Sag bloß, da muss ich noch Türen reinbauen. Aussehen tut er, als wenn er hier mit Türen ist. Okay. Gut. Türen müssen separat gebaut werden. Würde ich auch hier drei Stück herbauen. Das ist ein reines Ferrit. Würde denn jetzt... Moment, das muss ich testen. Ob da jetzt ein zweiter Raum direkt ransnippt oder ob man da einen Verbindungstunnel bauen muss. Ne, snappen tut er nicht. Dann nehmen wir uns mal einen Korridor. Der snappt hier ran. Okay, bauen wir mal. Korridor und dann müsste doch jetzt die zweite Kammer snappen. Genau, und das macht sie auch. Reinen Berg.
Da müssen wir mal sehen, dass wir hier noch Fenster reinbauen. Ach, eine Ruhe da drin, war Wahnsinn. Hier haben wir doch. Hier haben wir sie doch, die großen Fenster. Ach so, Silber und Glas fehlt. Silber und Glas. So, einmal Glas und Silber müsste auch vorhanden sein. Ui. Ist aber schade. Ich dachte, man kann jetzt hier diese Glaswand reinbauen. Großes Fenster. Ja, gut. Wir haben jetzt hier das angewinkelte Fenster. Das ist für den zylindrischen Raum. Den könnten wir uns ja selber bauen, dann sollte auch das Fenster reinpassen. Schade, dann geht's wohl nicht. Müssten wir vielleicht separat bauen. Naja, lassen wir das erstmal so stehen. Raum ist gebaut, Stromkabel. Da gab es noch ein Modul, wo man die verschwinden lassen konnte. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das schon freigeschalten habe. Ja, elektrische Tarneinheit. Romanisches Metall fehlt uns. Okay. Das heißt, wir bauen gleich mal um. Wir bauen hier den Schmelzofen rein. Oder Raffinerie, mittlere Raffinerie. Brauchen wir die Wasserstoffgelee, noch 4 Stück. Jetzt hier so ein Snap Point, den werde ich jetzt auch nutzen. Mittlere Raffinerie. Eingabe mache ich nämlich fleißig am Kupferfarm. So, hätten wir hier 3000 Kupfer. Rein damit, chromatisches Metall. Start. Das ist am Laufen. Und was ich jetzt auch gleich noch bauen würde, eine Landeplattform. Das Landefeld. Da hatte ich vorhin schon mal experimentiert. Das ist auch so... Guck mal hier. Warum snappt denn das jetzt wieder hier? Ich wollte sagen, das ist auch so ein frei... Wo snappt denn das dran? Muss irgendwas geben. Ich glaube hier an den Hauswänden. Kann das sein? Wartet mal. Weil ich hätte das schon gerne hier mit einem Snap-Point versehen. Hier und das mal mit den Hauswänden. Packen wir erstmal noch ein paar Platten her. Einfach mal zum Testen. Und auch ein paar unten hinsetzen. Ich glaube, macht vielleicht mehr Sinn wie oben.
So, Landefeld. Okay, unten snappt's an. So funktioniert es wirklich mit den Wänden. Dann müssen wir die jetzt nach oben setzen, die Wände. Können wir die unten ja wieder wegnehmen. Schade um das Material. Eigentlich würde ich jetzt eine Wand genügen. Die wir dann auch wieder wegnehmen. So, jetzt bin ich auch wirklich gespannt, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Das ist ein Snap Point. So, bauen wir die. C. X. X. Wände weg. Jetzt müssen wir hier noch Platten setzen, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste das passen. Naja, nicht ganz, aber sie ist im rechten Winkel. Sie ist im rechten Winkel zu unserer Plattform. Den Kasten könnten wir eigentlich ein bisschen kleiner machen. Aber sieht dann vielleicht bloß blöd aus. Lassen wir. Wir haben einen ganzen Planeten zum Bauen. So, würde bedeuten, jetzt können wir unser Schiff hier herrufen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der weitere Vorteil, dass dann auch auf der Plattform Händler landen können, wo man auch zum Beispiel sich ein Schiff kaufen kann, anschauen kann, was landet. Ach schade, ist schon wieder dunkel. So, die Raffinerie. Sehr gut. Also schon mal eins, was läuft. Jetzt müssen wir eigentlich die ganze Stromerzeugung, das da drüben, das soll ja alles weg. Die Stromerzeugung, die Solarpaneele. Hier oben aufs Dach. Ich sehe gerade, hier ist ein Punkt. Ich war halt auch noch nicht hier oben. Das mal. Das sind momentan die ganz kleinen Billig, die ich nur nutze. Metallplatten fehlen. Nee, spielt keine Rolle hier oben. Ja, aber ich denke mal, irgendwas wird hier oben snappen. Kostet Metallplatten, Gold und chromatisches Metall. 10 Stück können wir herstellen. Dadurch, dass ich jetzt 10 Metallplatten gebaut habe. Gut, die 2 reichen mir. Wir gehen jetzt mal zurück. Obwohl, das kann man ja später abbauen. Ich würde sagen, wir holen uns mal die Batterie. Aber ich kann ja hier eine neue Batterie bauen. Das müssen wir ja nicht drin bauen. Das können wir alles draußen lassen. Die Batterie. Und wir insgesamt 6 Stück bauen.
Ich mag das halt, wenn das alles ein bisschen System und Ordnung hat. Also einfach so alles auf den Haufen klatschen. Ja, das ist nicht meins. Da werde ich wahnsinnig. So, die Batterien sind gebaut. Dann alles verkabeln. Das haben wir verkabelt. Dann vielleicht noch einen kleinen Notfallgenerator wie auf der anderen Seite. Wartet mal, elektromagnetischer Generator. Das weiß ich nicht genau. Den muss man doch an bestimmte Stelle setzen. Ich kann das, wenn ich das richtig sehe, noch nicht umschalten. Vielleicht braucht man Stromplaneten. Wartet mal, wir bauen den einfach. Können wir ja jederzeit wieder wegreißen. Lokalisiere passende Stellen mit den Begutachtungs-Upgrade. Okay, wir haben keinen Begutachtungs-Upgrade. Wir brauchen den jetzt auch nicht bauen, da wäre das sinnlos. So, Bio. Treibstoffreaktor, da bauen wir einen. Dass der erstmal die batteriemäßig etwas verlädt. Ofentank, Kohlenstoff. Ja, packen wir einfach den ganz normalen Standard Kohlenstoff rein. So, Batterie laden. Das heißt, dann können wir ja die Verbindung hier wieder entfernen. Und wenn wir jetzt noch die Tarneinheit bauen, müsste die Kabel nicht mehr zu sehen sein. Ja, perfekt. Sehr schön. Kabel sind alle verschwunden. Ich gucke mal, ob das an- und ausschalten kann. Nee, kann man nicht. Man sieht jetzt leider auch die Kabel nicht mehr. Müsste man jedes Mal wieder abbauen, aber passt schon. Solange wie alles verkabelt ist. So, dass heute wenigstens noch ein bisschen was wird. Also, Raffinerie ist gebaut. Konstruktionsforschungsstation. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch benötigen. Ich meine, da haben wir schon alles drin gebaut. Signalbooster. Der Signalbooster kann zum einfacheren Transport abgebaut und wieder eingesetzt werden. Ja, Quatsch. Ein vielseitiger Scanner, der Gebäude in der Nähe erkennt, kann Navigationsdaten entschlüsseln, um bestimmte Orte zu lokalisieren. Bringt uns sozusagen an der Basis nichts. Speichersignal. Einmal aktiviert, bieten Signale einen dauerhaften Navigationswegpunkt, um wiederholte Besuche an bestimmten Orten zu erleichtern. Okay, bringt ja auch nichts. Autonome Bergbaueinheit. Eine automatisierte Verarbeitungsanlage zum Abbau von Ressourcen. Einmal aktiviert, baut die ABV Mineralien ab, ohne gesteuert werden zu müssen. Und bringt einen regelmäßigen Ertrag ein, bis das Vorkommen erschöpft ist.
Ja, das verstehe ich nicht. Weil, was für ein Vorkommen. Bau die jetzt einfach mal. Ressourcensammlung. Ach so, die muss auf ein Ressourcenvorkommen gebaut werden. Also das heißt auf so ein, sagen wir mal, nur auf einer Natriumansammlung. Also auch nicht. Atmosphärenverarbeitungsanlage. Eine automatisierte Absaugeinheit zum Sammeln wertvoller Gase. Nach Aktivierung kondensiert und komprimiert die Verarbeitungsanlage mit der Zeit Substanzen aus der Luft. Okay. Ich meine, da gehört noch ein Tank dazu. Wir brauchen noch zwei hermetische Siegel. Nicht möglich, fehlende Komponenten. Ach, Ammoniak. Oh, Ammoniak. Ach, da weiß ich jetzt gerade nicht. Da müsste ich erstmal nachschauen, woraus man Ammoniak herstellt. Wir haben jetzt die Möglichkeit durch die mittlere Raffinerie, dass wir das herstellen können. Vielleicht haben wir Glück. Gucken wir mal hier auf dem galaktischen Markt. Nix mit Ammoniak. Ja, wäre jetzt aber interessant gewesen. Nächster Schritt, was wir noch nicht gebaut haben oder überhaupt genutzt haben. Exo-Fahrzeug-Rufstation. So, die könnten wir bauen. Und die hat keinen Snap-Point. Wo packe ich? Die packe ich einfach jetzt mal hier hin. So, Fahrzeugrufstation. Cool sieht's aus. Exo-Fahrzeugrufstation. Aufnehmen. Okay, wartet. Romer Geobucht. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt automatisch dann rufen können. Paraffinium, 50 Stück und ein Ionenakku. Kobalt. Kobalt. Zwei Ionen-Akku. Hm, würde funktionieren. Wie macht man das? Ich kann es ja wieder abbauen. Ich erstmal zum Test. Kommt das jetzt hier? Sozusagen jetzt unser erstes Exo-Fahrzeug. Fahrzeug rufen, ist ja da. Ah, geil. Ja, da hatte ich auch gesehen. Das kann man dann auch upgraden gegen Hitze, Kälte, gegen alle feindlichen Natureinflüsse. Okay, den können wir ja stehen lassen. Das ist ja nur eine Rufstation. Super, also sind wir auf unserer Basis auch mobil.
Ja, da überlege ich gerade so. Das muss nicht unbedingt alles hier auf einer Fläche sein. Ich könnte hier auch noch so eine kleine Erhöhung bauen, wo dann die Satellitenschüssel und die Rufstation drauf aufgebaut ist. Würde mir, glaube ich, besser gefallen, dass wir hier ein bisschen so Abwechslung reinbekommen, auch ein bisschen Leben reinbekommen. Landefeld gebaut. Teleporter, ja, den haben wir noch. Sauerstoffverarbeiter. Da braucht man Lebenserhaltungsgel und die Wasserstoff- und Metallplatten. Den bauen wir mal heute noch. So, Metallplatten. Lebenserhaltungsgel. So, den Rest habe ich leider schon vergessen. Da muss ich nochmal fix nachschauen. Fehlende Komponenten. Wartet mal, davon lassen wir uns hier nicht aufhalten. Jetzt gucken. Minenlaser, Blitzwerfer, Minenlaser. Meine Güte, war mir gar nicht bewusst, wie viele Pilze hier auf dem Planet wachsen. Bau nicht möglich, muss auf Terrain platziert werden, also auf Dreck. Irgendwo auf dem Dreck. Generatorkopplung. Okay, wir brauchen hier Strom. Ja, ich stelle mir gerade die Frage, ist das ein kompletter Stromkreislauf oder ist dann die Verbindung unterbrochen, wenn zum Beispiel das Solarpanel keinen Strom mehr erzeugt oder der Generator aus ist, müssen wir direkt immer von der Batterie weg. Fragen über Fragen. Geht nicht. Okay. Achso, ich muss Kohlenstoff reinpacken, ist ja komisch. Aufgetankt. 49 Stunden. Oh, 5 Stück. Oh, das geht ja richtig ab hier. Also Sauerstoffprobleme haben wir damit, glaube ich, keine mehr. Check auch erledigt. Ach, das Video, das ist schon wieder ziemlich lang geworden. Aber viel können wir auch gar nicht mehr bauen.
Hier sind wir durch. Ja gut, den Minotaurus, den mag ich nicht. Den hatte ich schon mal bei einem Kollegen gesehen. Das ist ziemlich laut, das Gerät. Nomaden-Geobucht. Kenne ich nicht, das Fahrzeug. Hydrokultur. Da haben wir uns auch mal mit beschäftigen. Gesundheitsstation. Fahrenschutz. Ja, brauchen wir eigentlich alles nicht. Und das ist jetzt Dekoration. Wie zum Beispiel diese ganzen Lampen. Ich habe die nicht freigeschalten. Die kamen jetzt mit dem letzten Upgrade vom wie heißt denn hier? Basiseinheit? Ist mir der Name entfallen. So, schauen wir noch mal kurz. Ah, guck mal, das sieht doch ganz anders aus. So sah das zum Anfang aus hier. Ein Raum, alles duster hier drin. Konstruktionsforschungseinheit. Können wir denn überhaupt noch was freischalten hier? Hier sind wir komplett durch. Ach, guck mal, das kann ich hier direkt freischalten. Ich Depp. Bin extra hoch auf der Raumstation geflogen. Okay, dann brauchen wir den doch. Dann baue ich mir hier gleich ab. Abgebaut. Den brauchen wir auch nicht mehr. Die Batterie, die lasse ich mal stehen. Weil die Lagerwälder muss ich dann auch noch irgendwo hinsetzen. Packen wir vielleicht hinten hier vor die große Steinfelswand. Das spielt keine Rolle, wo wir das hinbauen. Der Anfang ist gemacht. Erstmal, ich sag mal, für mich das Wichtigste haben wir jetzt erstmal aufgebaut. Es ist natürlich ein Anfang. Ich habe ja gesagt, ich habe extra noch die ganzen Wände freigeschalten. Ich möchte hier auch noch, ja, ich will nicht sagen eine Basis bauen, aber ich möchte das Ganze schon noch zubauen und hier noch eine kleine Erhebung, eine Plattform bauen. Also das soll schon noch ein bisschen schicker werden. Nicht einfach jetzt so eine hingeklatschte Fläche, so soll es nicht bleiben. Aber so ist es jetzt erst einmal. Es ist erstmal ein Anfang, das ist wichtig. Und wir müssen natürlich auch wieder Ressourcen looten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Wenn ja, gerne ein Däumchen da lassen. Freue ich mich drüber. Vielen Dank. Und gerne das nächste Mal wieder einschalten. Macht's gut.